TikTok-Videos gibt es inzwischen wie Plastik am Meer oder wie andere sagen würden, Shirin David im Urlaub. TikTok ist dabei mit 1,5 Milliarden Downloads die weltweit führende Plattform für mobile Kurzvideos und eines der erfolgreichsten sozialen Netzwerke der Welt. Jedenfalls befindet sich die App momentan so sehr auf dem Vormarsch, die App sollte sich im Winter vor Russland fernhalten. Und oh Gott, wer schreibt dieses Skript eigentlich immer? Und damit herzlich willkommen auf ungeschminkter Blackscreen mit der ungeschminkten Meinung über alles, was auf deinem Screen läuft. Mehr als 800 Millionen Menschen, vor allem junge Leute, nutzen die App inzwischen um, naja, man könnte es versimpelt darstellen, um zu irgendeiner Musik rumzuhampeln, aber dazu später mehr. YouTube möchte mich jetzt auf diesen Zug aufspringen und plant die Funktion YouTube Shorts einzuführen, mit denen man kurze Videoclips aufnehmen, bearbeiten und verbreiten kann. Dieser Dienst soll laut Angaben von US-Medienberichten noch in diesem Jahr verfügbar sein. Und da YouTube über eine immense Auswahl an lizenzierter Mucke anbietet, die in Shorts dann zur Verfügung stehen, verfügt YouTube schon mal einen großen Vorteil gegenüber TikTok. Denn das Unternehmen hinter TikTok muss jeweils individuelle Vereinbarungen mit Labels treffen, die jedoch viel öfters verhandelt werden müssen, da sie eher kurzfristiger angelegt sind. YouTube Shorts soll dabei in den YouTube-Anwendungen integriert werden, jedoch zunächst erstmal nur für die mobile YouTube-App. Ich weiß nicht, ob ich davon so ein Fan bin. YouTube sollte vielmehr sich erstmal um ihre eigenen Baustellen kümmern, wie Kanäle nicht grundlos striken, nicht jedes Video demonetarisieren, wenn man mal einen bösen Witz bringt. Ich meine, ich weiß, schwarzer Humor ist wie Essen, hat halt nicht jeder. Aber dennoch sollten gerade die YouTube-Richtlinien die Satirefreiheit nicht einschränken. Vor allem, wenn sich YouTube selbst nicht an die eigenen Regeln hält und einfach so eine Werbung vor den Videos schaltet wie Clicky Love, Find Me, Free Girls, Wait You Here. Ich meine, wenn es so weitergeht, erfahre ich noch auf YouTube, wo die heißen Milfs in meiner Umgebung wohnen. Also, Finger weg von meiner Mom und kommen wir zurück zur TikTok-Thematik. Und ich bin da komplett ehrlich, früher war ich absolut kein Fan von TikTok. Für mich war die Plattform einfach nur so ein gigantisches, im Cringe ertrinktes Meme. Das YouTube für die Hauptschule, eine Fremdscham-Plattform, eine App, die entweder von Kindern genutzt wurde oder von solchen Leuten, die auf kleine Kinder stehen. Und das fand ich mit am schlimmsten, dass sich da 14-jährige Mädchen so präsentieren, als wenn sie schon 20 sind, indem sie sich in knackten Klamotten schmeißen und laszive Tänze präsentieren, um den Jungs zu gefallen. Bei manchen Hotpants dachte ich mir, noch einen Zentimeter kürzer und du brauchst einen zweiten Lippenstift. Diese Meinung hat sich aber durch die TikTok-Compilations auf YouTube ein bisschen revidiert. Die App ist nicht nur langweilige Fremdscham-Lippensynchro, sie bietet durchaus auch geile Interpreten und kurzweilige Sketche. Manche der ironischen Videos finde ich auch durchaus amüsanter als YouTube-Videos, das muss ich durchaus zugeben. Wenige Sekunden Unterhaltung, selten perfekt, aber authentisch. Das ist nicht unbedingt was Schlechtes und wenn man womöglich verstärkt darauf achtet, dass die Altersvorgaben auf allen sozialen Medien eingehalten werden und sich der Cringe im Rahmen hält, könnte YouTube Shorts durchaus Potenzial bieten. Ich meine, was denkt ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Bunte Kumu, macht ihr eigentlich nicht Mu, hat zum Beispiel folgenden Kommentar abgegeben. Komm ich in die YouTube-Ecke? Und damit herzlich willkommen zur Community-Ecke, die Rubrik für eure Kommentare, Gastparts und alles, was nicht mehr ins Video gepasst hat. Ninja Ghost hat folgenden Kommentar abgegeben. Du steckst echt viel Mühe in deine Videos, weiter so. Danke dir. Also man muss zwar oft auf die Peitsche setzen, damit mein Cutter-Sklave mal so ein bisschen vorankommt, aber grundsätzlich beherrscht diese den Windows Movie Maker mittlerweile so gut, um ansprechende Videos zu generieren. Yatta Garasu hat dagegen folgenden Vergleich parat. Dieser Kanal wird schneller wachsen als ein Krebsgeschwür von einem Kettenraucher. Das ist genau mein Humor. Ja mal schauen, noch eine Gastauftritte bei Just Nero und ich sehe den YouTube-Play-Button schon in meinen Händen. Len hat folgenden Kommentar abgegeben. Warum wird mir das vorgeschlagen? Yes, ich habe es ja nicht für möglich gehalten, aber das ist der Beweis. Der YouTube-Algorithmus schlägt nun endlich meine Videos vor. An Len gerichtet, dir wird das Video vermutlich vorgeschlagen, weil du, wie kann ich eine Ziege mit Palmöl so richtig verwöhnen, in der Suchleiste eingegeben hast. Für deinen Geschmack kann ich natürlich absolut nichts, aber freut mich, dass du das Video trotzdem angesehen hast und ich wünsche dir und deiner Ziege natürlich alles Gute für die Zukunft. Und Leon Weiß hat geschrieben, ey, das war nicht in meiner Abo-Box, was soll denn das? Oh, und ich dachte, der Algorithmus funktioniert. Naja, aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Gottesdienst mehr verpasst und wir sehen uns dann im nächsten Video in aller Frische. Bis dahin, alles Gute. Broadcast yourself, broadcast together, euer ungeschminkter Blackscreen.